Yo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einer weiteren Spieltagprognose hier vom Kanal. Heute mit Dortmund gegen Bayern, das Topspiel der Saison und das werde ich zusammen mit dem Alex bestreiten. Schönen guten Tag, ich darf mal wieder die Bayern nehmen. Ja, ich mit Dortmund und los geht's auch. Oh. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr so tippt, wie das Spiel hier ausgeht und auch in echt ausgeht. Genau, macht das mal. Es ist ungewohnt sagen zu müssen, dass hier der Erstplatzierte gegen den 15. spielt. Ja. Und, oh mein Gott! Ey. Tor. Danach konnten meine Verteidiger nicht angreifen. Und Kagawa hat ein Kopfballtor gemacht. Ja. Zweite Minute, 1-0 für Dortmund. Also das kam mich total überrascht. Das war noch Auge, aber da, ich konnte nicht mit Bernat hier oder... Nein. Das war einfach perfekt. Ja, weil Kagawa einfach so ein Kopfballbiest ist. So, jetzt aber hier Eier machen. Übrigens, wir haben die Aufstellung genommen von Transfermarkt.de vom letzten Spieltag, da Bundesliga.de noch keine mögliche Aufstellung hatte. Zumindest zu diesem Spiel, aber sonst zu irgendwie jedem Spiel. Bei mir ist Aubameyang außerdem im Sturm, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Fand ich eigentlich ganz ansehnlich, die Variante. Oh, dieser krasse Schuss. Den muss man mal beibringen. Na, Alonso nicht. Und, zack. Was? Ja, Außenriss. Junge, 2-0 Dortmund nach 14 Minuten, Freunde. Ja, wunderbar. Was ob ein Außenriss? War ich nicht da? Ja. Das sah aus wie mit Pique. Ja, Pique, Außenriss, so ein Mischmasch aus beiden. Ah, guck mal, der ist happy. Lacht nämlich nicht. Ey, bei mir können die noch nicht mal passen. Das ist Bayern, das ist ein Spiel. Das kommt mir gerade vor wie... HSV. Ich mache jetzt einfach alle Tore mit Götze und mit Lewandowski. Und jubel dann auch immer extra stark. Voll der Süd am besten. Wäre wie so ein Suizid eigentlich. Genau. Weil man nie genau weiß... Oh, wunderbar. Ja, komm, er geht vom Ball weg. Er trennt sich vom Ball. Er trennt sich echt vom Ball. Jetzt. Jawohl. Alter Schwede. Sowas erstens Unverdientes und zweitens durch so ein Fail wieder. Guck dir das mal an! Ja. Was ist denn für eine Ballannahme? Ey, man kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit einfach mal einen Ball wegballern. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das ist genau wie mit dem. Das ist genau wie der Rückpass zum Torwart, wenn du dann direkt mit Viereck den Ball weghauen willst. Das ist ja teilweise. Ja, gut, wow, ich beschwere mich nicht. Alles gut. Ich breche mein. Begeistert. Ich breche einfach das ab, was ich sagen wollte und freue mich über das 3-1. Da übrigens, wer auch immer da gerade nach vorne gelaufen ist, den habe ich nicht mal gesteuert. Das war Dante. Ah, okay. Guck, ne, sieht man halt nicht mehr. Aber Dante stand völlig fehl am Platze. Ohne Scheiß, jeder Ball, der. Jetzt. Oh mein Gott. Nein, das wäre alles unverdient, weil diese Bälle, die dürfen einfach nicht reingehen. Dieses Durchgepace. Ich könnte jedes Mal ausrasten. Und jetzt. Götze. Das ist so. Gegen Hummels. Ja, das ist genau wie Kagawa gegen Bernat hier. Ja, aber das war ja ein Abroller. Das war ja wirklich ein gezielt. Ey. So. 5 Tore nach 33 Minuten. FIFA 15. Ich darf euch willkommen heißen. Ey, ich habe irgendwie gar keinen Bock, meine Prognose aufzunehmen. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Freunde! Da! Ey, das ist genau das, was ich gerade meinte! Das war ein Viereck! Oh mein Gott, ey! Und da wundert man sich, wenn sich denn einer aufregt! Oh mein Gott! Was? Ey, ich hab nichts gedrückt, ich habe... Ha. Boah! Für Bayern die Vorlage. Gott, ey, ich kann... Hallo! Oh mein Gott! Ich gönn dir gar nicht zu dieser Line-Gang! Die kannst du dir sonst wohin stecken! Ey. Ja! Nein! Da war Rafinha ja noch am Ball. Ja! Oh! Komm, es ist. Das ist. Nee. Ach ja, leck mich am Arsch! Jawohl. Es ist immer dasselbe. Jedes Spiel. Ihr könnt euch alle 34 Spiele beim Alex auf dem Kanal angucken. Okay, es sind nicht ganz 34, es sind aber 29 oder 30. Könnt ihr euch alle angucken, Freunde. Und jedes wird die gleiche Struktur haben. Einer führt, entweder hoch oder normal. Und am Ende... Ach, nee. Hattest du nicht 3-0 geführt, Phase? Nein, 2-0. Also. Ja, und jetzt, zack, komm, mach rein. Oh, das gibt's nicht. Oh ja, mein Gott. Ja! Was? 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 Was?
denn? Zeig es mir! Ich bin gerade sprachlos! Da war gar nichts! Ja, ist klar! Es ist immer das! Wenn ich jetzt andere. Ey! Nein, das ist doch nicht normal! Schieß den Ball weg! Ey! Ja, Freunde! Also mit dem 3-3 bin ich echt nicht. Wenn ihr dann spielt erstmal FIFA. Mit dem 3-3 bin ich natürlich echt nicht zufrieden. Ich tippe in echt. Und du sagst eigentlich nichts Falsches, junger Mann. Du musst uns die Daumen drücken, weil du willst ja. Ja, ist einfach so. Ich sage 3-1 Dortmund. Also, dann sag ich mal 1-0 Dortmund, bin ich mal so nett. Gut. Wie gesagt, eure Tipps natürlich gerne in den Kommentaren gesehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin raus. Ciao. Und das letzte Wort hat der Alex. Das war ein sehr angenehmes Match. Mein Herz ist sehr erfreut und dann sieht man sich wahrscheinlich nächste Woche wieder mit einem weiteren FIFA-Video.